Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Mein Name ist Denis und man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Ich bitte da um Nachsicht. Ich habe was Neues für euch und was das sein soll, das zeige ich euch jetzt. Ich hocke in meinem Bunker. Nee. Um dich geht das gar nicht. Soll es auch nie wieder gehen, sondern es geht um... Richtig, der Endor-Bunker für 74,99 muss man im Hinterkopf behalten. Das ist er. Ja, einmal kurz zur Box. Vorderseite. Rückseite. Die Oberseite. Hier sieht man, uiuiui, ich kann die Türen aufmachen und da kann ein Scout-Trooper stehen. Hier steht auch ein Scout-Trooper, der aber gar keiner ist, werden wir gleich noch rausfinden. Und hier bewachen einige Scout-Trooper den Bunkereingang. Ja, so weit, so gut, ne? Alles unter dem Zeichen Return of the Jedi und mit der 40 Jahrzehnte Plakette von Return of the Jedi. Jo. Und natürlich, ne, durfte ja nicht fehlen. Kein Aufkleber. Wenn ihr mir schon erzählen wollt, dass da eine Figur drin ist, was ja lieb gemeint ist, macht doch bitte das nächste Mal einen Aufkleber drauf. Es ist nichts nerviger als dieses komische Schild hier, wenn man die Box ausstellen möchte. Apropos Box. Ich habe da mal was vorbereitet. Neu und verbessert, heute mit Maßband. Warum heute mit Maßband? Ich weiß nicht, wo mein Zollstock ist. Entschuldigung, Gliedermaßstab. Wir wollen ja korrekt bleiben. 37 cm. Oh, ich merke aber, das läuft ja hier auch ganz gut. 10 cm. Und in der Höhe, wo liegen wir? Bummelig. 23 cm. Das ist die Box. Und damit wäre die Box, glaube ich, die Boxbesprechung abgeschlossen. Ne, viel mehr ist hier ja nicht drauf. 1997, da hat Hasbro schon mal so einen Bunker herausgegeben unter dem Titel Endor Attack. Und in dieser Box waren eine angedeutete Baumgruppe, ne, wo sich ein Scout-Trooper verstecken konnte, und eine Felsbrockenschleuder für die E-Box. Die zwei Sachen waren damit drin. Okay, ja, hier ist eine Figur drin. Aber das Set hat als Ausgabepreis 15 Dollar gekostet. Lass das hierzulande 30 D-Mark, 35 D-Mark, 40 D-Mark gekostet haben. Irgendwas um bei. Lasst uns das umrechnen. 30 Euro. 74,99. Das nenne ich mal eine Preissteigerung. Ne? Hätten wir das in Aktien gemacht, wäre das eine dolle Preissteigerung gewesen. Aber okay. Das nur mal so am Rande, 74,99. Selbst wenn ich mit 21 Euro die Figur abziehe, liegen wir immer noch bei 50 Euro. Und ja, ich weiß, man rechnet das nicht mehr in D-Mark. Das wären 100 Mark gewesen. Ja, die Preise haben sich geändert, die Zeiten ändern sich. Das ist jetzt wohl die Welt, in der wir leben. Gut, aber wir wollen uns ja die Laune nicht verderben lassen. Wir gucken in die Box rein. Und dazu werde ich natürlich einmal Catalyst grüßen. Jetzt die Box von einer Seite öffnen. Auch hier wieder die Überlegung, kann ich den Klebestreifen entfernen? Ich befürchte nicht, das hat das letzte Mal schon nicht gut funktioniert. Ich mache die Box wieder von einer Seite auf. Klappt ja immer wunderbar mit so einem Cutter. Und dann schauen wir einfach mal, was so included ist. Erstmal natürlich wieder obligatorisch
wir sind für euch da. Dann haben wir eine Ein- und Anbauanleitung. Da gucken wir gleich rein. Sieht es schwer aus, was wir machen müssen? Grundsätzlich nicht. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Besser einmal zu oft reingeguckt, als einmal zu wenig. Und dann sagt das Ganze knack. Das wäre unschön. So, ich werde es irgendwann noch mal lernen, dass das Ganze immer so eingebaut ist, dass das Flap hier nach oben zeigen muss. Ich werde Bescheid sagen, weil ich das gelernt habe. Und da haben wir das Ganze. So schaut es aus, wenn man es auspackt. Auch hier wieder der Versuch, die Figur möglichst biegfrei zu lagern. Ja, nett. Naja, hat schon mal besser geklappt, würde ich vermuten. Ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Klar. Könnte man über ein Starcase oder ein ähnliches jetzt auch wieder gerade biegen lassen. Aber es hat schon eine deutliche Welle. Und man fragt sich immer, wie diese Welle hier reinkommt. Beziehungsweise, nee, wenn ich mir das angucke, frage ich mich das nicht. Das hat sich einfach platt gelegen hier drin, weil die Pappe, die hier unten drin liegt, genauso krumm ist. Ja, auch schön. Ne? Naja, gut, aber wie gesagt, der Wille zählt. Auch hier, unpunched. Das ist VC272. Und ansonsten mehr oder weniger unbeschädigt. Können wir so durchgehen lassen. Stellen wir mal hier hin. So, dann geht es natürlich ans Auseinanderbauen. Klar, ne, was machen wir? Wahrscheinlich erstmal das hier raus. Dann haben wir diverseste einzeln eingepackte Sachen. Sehr schön, damit sie nicht beim Transport gegeneinander schlagen und irgendwie Kratzer erhalten. Legen wir das mal weg. Die sind nicht eingepackt. Und hier haben wir wieder was Eingepacktes. Hier kommen die Türen. Die sind zwar nicht eingepackt, waren aber sehr schön über diese andere Pappe. Einmal geschützt. Uiuiui, der Tisch ist zu kurz. So, haben wir noch die Teile. Abstandshalter. Mhm. Sieht aus wie das Dach. Könnte das Dach sein? So, wie kommen wir weiter? Oh, ist wie so ein Schichtkuchen aufgebaut. Gefällt mir ganz gut. Grundplatte. So, noch was drin? Nein. Das ist schon mal sehr gut. Dann kann alles wieder zurück. Wisst ihr, was ich mich die ganze Zeit schon frage? Wo bekomme ich das Teil hier noch unter? Die ehemalige Problematik. Sammlung der Größe X und wachsend. Und eine Wohnungsgröße der Größe X halbe. Das hat sich leider nicht geändert. Na, wir gucken mal. Irgendwo wird sich dafür schon ein Plätzchen finden. So, das können wir wieder verpacken. Das kann erst einmal weg. Ja, und damit sind alle Teile ausgepackt, was upsla, nicht ganz so schwierig war. Dann wollen wir noch mal gucken, ob wir das Teil in irgendeiner Form zusammensetzen können. Dafür haben wir erstmal eine Grundplatte. Auf dieser Grundplatte sind Buchstaben-Zahlen-Kombinationen drauf. R4, R3, R2 etc. pp. Und ich würde mal schwerwiegendst vermuten, na komm her, dass das irgendwas hiermit zu tun hat. Hier steht nämlich an Schritt 1, benutzen Sie R1 und L1. Aha. Dann machen wir das doch gleich mal so, dass es richtig liegt. Links auch da, rechts auch da. Hat man mir mal so beigebracht. Und das hier ist R1. R1, R1, R1 soll dort hinein. Echt? Und zwar so. Naja.
testen wir das mal. Klappt das? Klappt schon nicht. Und wir leuen, warum nicht? Doch, falsch rum. R1. L1. Also rechts und links sollte man schon auseinanderhalten können. Ah ja, ich werde eben auch alt. So ist es nicht. So, und dann haben wir das gleiche hier auch nochmal. Das geht dann relativ fix. Denkst du, von wegen fix. Doch, passt. Wäre schon mal das eine. Was haben wir denn? Dann sollen wir Teile benutzen. Ja, okay. Teile. Dann gucken wir doch mal. Was soll denn das sein, wenn der Tag fertig ist? Das soll R3 sein. R3 ist falsch. Zwischen 1 und 3 kommt im Regelfall 2. Und dann 2. Ich würde mal vermuten, dass das 2 ist. Sieht zumindest ganz gut aus. Aber warum sie auf alle Teile was... Doch, haben sie auch reingeschrieben. L2 haben sie reingeschrieben. So, da das meine L-Seite ist, gehört das Ganze hier rein. Ja, das passt ja auch wunderbar. Machen wir das gleiche hier auch nochmal. Gehört nach innen. Hier im Übrigen, das zeige ich jetzt schon mal. Ich weiß nicht, ob das nachher bei den Detailbildern so gut rauskommt. Das sind die Seitenteile, beziehungsweise diese Seitengeräte, wo sich Han, Leia, R2 nachher dran zu schaffen machen. Die sind hier mit drin. So, gucken wir mal. L2, R2 haben wir gemacht. Jetzt kommen die Dreier und Vierer. So, das war 3, sehr gut. Und die 3 soll wohin? Man soll so sein. R3 auf R3. Ich schätze mal und vermute, ja, das sieht gut aus. Gleiches Spiel nochmal. Nase ist da. Es wird so langsam. Schnell noch die anderen Teile. So, das ist L4. L4 soll irgendwie so hinein. Weißer Angusspunkt. Na ja, gut, der liegt aber drinnen. Hoffe ich. Wird wohl nicht ganz so schwer sein. Nicht ganz so schlimm sein. So, das wäre das letzte Teil. Gucken wir mal von vorne. Kommen wir so ein bisschen näher ran. Das hier auch. Ja, so sieht das schon ganz gut aus. Was müssen wir noch tun? Auf dieser Seite nichts mehr. Drehen wir das Ganze mal um. Und dann heißt es so schön, bauen Sie alles auf einmal ein. Okay. Alles auf einmal ist natürlich immer so ein bisschen... Das kommt... Ich würde mal vermuten. Das Ganze kommt hier hin. Und dann gehört das Ganze, also die goldenen, mit der flachen Seite nach vorne. Kommen dahinter. Und das kennen wir ja aus dem Film.
dass das die Schutztore sind, die dann auch zugegangen sind. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das Ganze hier geführt werden soll. Jetzt soll nämlich das hier, plonk, hier drauf. So, das könnte. Ja, so spannend wird es gar nicht, glaube ich. Na, ich glaube, einfacher könnte es sein, wenn die Türen nicht zu sind, sondern wenn die Türen, na, gehst du hier wieder auf, offen sind. Könnte einfacher sein. Wie ihr gerade seht, muss aber nicht. So. Ah, ich sehe gerade. Auf eine Seite muss man, oder auf eine Sache muss man aufpassen. Hier gibt es so eine Ecke. Und ich würde mal vermuten, dass diese Ecke diese Tür mitnehmen soll. Das ist zwar nur eine Vermutung meinerseits. Muss auch nicht unbedingt so sein. Aber wenn man die separat einsetzen möchte, dann sollte man sie versetzen. So, nun einmal zu, zweimal zu, dreimal zu, viermal zu. Funktioniert das? Das ist zu, das ist auch zu. Ja, ihr seht das eher als ich. Sieht das gut aus? Ich gucke es mir jetzt auch mal an. Geht so. Das mal ganz zu. Das auch. Ah, viel besser. Und damit ist das Ganze fertig. Hat also nicht so lange gedauert. Ne? Da muss man auch kein Raketenwissenschaftler für sein, um das Ding hier zusammenzusetzen. Ja. 74,99. Naja. Plus den hier. 74,99. Special Feature. Gucken wir mal. Ich kann hier die Türen aufmachen. Uiuiui. Sind die Türen offen? Ein bisschen klapperig und wackelig ist es aber auch alles. Ne? Hoffentlich funktioniert das beim Imperium nicht alles so. Ja, dann können wir diese Türen noch auf und zu machen. Von hinten, leg dich mal hin, schmucklos, ja. Ganz schön schmucklos, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben dürfen, ne? Okay, aber das ist es erstmal. Ich zeige euch jetzt mal Detailbilder und dann kommen wir nachher noch zum Abschlussfazit. Bis gleich. We'll be right back.
Das ist er also, der Endor-Bunker. Was soll ich dazu sagen? Schlecht finde ich das Set eigentlich nicht. Es ist kein richtiges Playset, es ist mal wieder etwas, was man in die Vitrine stellt, hübsch arrangiert und dann da stehen lässt. Die Türen finde ich ein bisschen wackelig, wobei die vordere Tür ein bisschen besser ist, oder was heißt ein bisschen, die ist eigentlich sogar sehr viel besser, durch dieses Siegel, was hier vorne drin ist, hält die zusammen. Aber sobald man das Ganze aufmacht vorne, na, wenn man es da hinkriegt, die hinteren Türen, oh, bleibt doch stehen, die hinteren Türen, die sind sehr wackelig. Ne? Wenn man da irgendwie Licht von hinten Gegenschein hat, dann wird man immer einen Spalt entdecken. Ja, man kann natürlich hier mit einem kleinen Klebestreifen oder sowas das festhalten, aber eigentlich soll das ja nicht sein. Die hinteren Türen finde ich zu wackelig. Die vorderen Türen gehen tatsächlich. Ne, wenn ich die richtig zumache, dann sind die wirklich schön zu. Oben das Moos. Ich finde die Farbe hier tatsächlich etwas besser als in den Produktfotos, die ich damals gesehen habe. Das Grün finde ich etwas angenehmer. Das Grün, was hier unten drunter ist, das ist ein anderes Grün als das, was hier oben drauf ist. Fragt man sich natürlich als geneigter Betrachter, soll das jetzt Gras sein? Soll das dasselbe Moos sein? Wenn es dasselbe Moos ist, warum hat es denn nicht die gleiche Farbe? Aber lassen wir das mal dahingestellt sein. Das gefällt mir noch relativ gut. Ob das jetzt für 74,99 ich sag mal, einen richtigen Gegenwert liefert, das mag jeder für sich entscheiden. Zu der Figur möchte ich noch eines sagen, also nicht zur Figur selber, sondern mehr so zum Hintergrund. Es handelt sich ja hier, na, was steht hier drauf, um den Endor Rebel Commando. Und das ist ein Scout Trooper Disguise, also der hat sich verkleidet. Und es wird ja gemunkelt, dass das hier der Klon Rex sein soll. Weil in Rebels, Clone Wars, sieht er ja ungefähr genauso aus. Ne? Also Rebels eher so mit weißem Bart. Man munkelt, dass das so ist. Wenn das die Verbindung sein soll zu Rebels, naja, soll es mir recht sein. Tatsächlich gibt es viel mehr an den Disney-Serien, was mir nicht gefällt. Da ist das hier noch das kleinere Übel. Gut, hat man vielleicht in den Details noch gesehen, was ich ja beinahe unterschlagen hätte. Es gibt hier auf der Seite zwei Special Features. Und zwar einmal, dass man die Konsole aufmachen kann, in der Han versucht, die Türen zu öffnen. Und einmal den Datenport aufzumachen, wo R2 versucht, diese Türen aufzumachen. Also erst versucht das R2, wird dann ja getroffen. Und danach versucht sich Han an der Konsole. Das sind die zwei Special Features. Ich kann was auf- und was zuklappen. Uiuiui. 74,99. Wie gesagt, wer das zu teuer oder wie man den Preis findet, das sei jedem selbst überlassen. Okay, und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis denn und tschüss. So, wo stelle ich dich jetzt hin? Tja, das dürfte hier eine gute Frage sein. Ah, bevor ihr jetzt euch fragt, was die gute Frage sein soll, da könnt ihr euch doch bitte sehr lieber hier ein Video angucken oder da ein Video angucken. Oder ihr abonniert gleich den ganzen Kanal, weil meine Ortsfindung dürfte jetzt nicht ganz so spannend sein.